ich bin Marc Benecke, ich bin Kriminalbiologe und öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für biologische Spuren. In meinem Fachbereich auch der Einzige in Deutschland, der dafür vereidigt ist. Du hast ja gerade so ein paar Titel vorgelesen, also PhD, das ist der amerikanische Doktortitel für Naturwissenschaftler, das heißt Philosophical Doctor. Dann Master of Sciences gibt es mittlerweile in Deutschland natürlich auch. Das wurde alles anerkannt, weil ich in Deutschland promoviert habe. Im Fachbereich Medizinwissenschaften. Also ich bin Doctor Rerum Medicinalium in Sachen der Medizinwissenschaften. Also ich behandle keine Patienten und Patientinnen, sondern arbeite mit den wissenschaftlichen Grundlagen davon. Und das Diplom war früher so ein Studienabschluss, der berufsqualifizierend gleichzeitig war. Also dann hatte man einerseits einen akademischen Abschluss und andererseits auch einen Berufsabschluss, so wie, ja, jetzt bist du nicht Konditor-Lehrling, sondern jetzt bist du halt ausgebildeter Konditor, so. Das kommt bei mir alles zusammen, weil ich lange oder öfter im Ausland arbeite oder immer wieder im Ausland arbeite. Und in den USA musste das alles anerkannt werden. Und da wurden dann die ganzen Titel auch noch auf amerikanisch juristisch anerkannt. Ich arbeite sehr viel international. Also ich habe das DNA-Labor in Manila in Quezon City für die Universität der Philippinen aufgebaut, für genetische Fingerabdrücke oder für in Vietnam, in der südlichen Hauptstadt, also in Ho Chi Minh-Stadt. Und bin auch so in anderen Ländern unterwegs, wo die Leute mich einfach mal fragen. Zum Beispiel jetzt gerade haben wir ein Projekt in Kalabrien. Da kümmert sich natürlich kein Mensch drum. Manchmal kommen Studierende aus Kanada, aus England oder ich fahre hin zu denen und wir untersuchen irgendwas oder wir gehen in den Mumienkeller und schauen uns da die Insekten in den Augenöffnungen der jahrhundertealten Leichen an. Öfter bin ich in Kolumbien oder in Peru, wo halt auch kein Mensch freiwillig hingeht. Also da gibt es kein Geld und die Arbeitsbedingungen sind nicht toll. Und ja, es ist oft gefährlich. Man kann entführt werden oder erschossen werden auch und so. Und naja, macht halt keiner. Ich persönlich mag das sehr mit dem internationalen Austausch. Ich komme jetzt allerdings auch aus Köln. Köln ist eine alte Hansestadt. Da hatte man über Jahrhunderte, eigentlich, wenn man so will, auch schon über Jahrtausende, weil es eine römische Stadt ist, hatte man sehr viele internationale Einflüsse und damit bin ich aufgewachsen. Also ich wusste gar nicht, wirklich, ich wusste nicht, dass man möglicherweise jetzt irgendwie Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel, was weiß ich was, Bisexuelle, Homosexuelle, Heterosexuelle, Asexuelle, Transsexuelle, also dass das irgendwie, dass sie anders sind als der Rest der Welt oder Leute mit dunkler Hautfarbe oder Menschen aus Indien oder Pakistan oder Bangladesch, weil die laufen hier die ganze Zeit rum und mir hatten niemals, nicht ein einziges Mal, weder in der Schule noch meine Eltern, noch Verwandte von meinen Eltern, noch Nachbarn, niemand hat jemals irgendeinen Kommentar darüber gemacht. Also auch noch nicht mal so, guck doch mal dahin oder, also auch was Nettes, ne? Oder willst du nicht mal mit dem reden? Nichts, einfach so normal. Und das habe ich in meinen Job übernommen. Also Menschen sind halt überall gleich. Gibt auch überall Arschlöcher auf der Welt, aber es gibt halt auch überall großartige Menschen. Das hat aber nichts mit irgendwas zu tun, was wir jetzt so als Nationalität, Religion oder Rasse oder sowas auffassen würden. Das sind einfach Menschen. Der Begriff menschliche Rassen, den man so im Alltag benutzt, der ist gar nicht unbedingt so gemeint, wie ihn Menschen, die jetzt menschenfeindlich oder zum Beispiel politisch rechtsorientiert oder einfach auch super ängstlich oder sowas sind, wie die denn auffassen. Also eigentlich hat man früh festgestellt, man kann Dinge züchten. Also ich kann die Erbsen, das war ein sehr klassisches Experiment, wo auch mal gezählt wurde von Mendel oder der es beobachtet hat. Da kann man bestimmte Anzahlen festlegen und dann haben die halt verschiedene Farben. Und natürlich wussten in der Tierzucht die Leute auch schon sehr, sehr, sehr lange, wenn ich einen Jagdhund habe, dann muss der halt ein bisschen ja, ruppiger sein und da muss der notfalls auch mal ins Fuchsloch reinflitzen und dann braucht er eventuell auch noch kurze Beine, weil da nicht so viel Platz ist in dem Loch, während der Windhund, der soll halt lange Beine haben und so. Und dass man das züchten kann, war schnell bekannt. Nicht alle haben das gemacht immer, aber viele haben es gemacht. Und spätestens als Leute dann ein bisschen rumgereist sind, haben die auch verschiedene regionale Ausprägungen gesehen, haben geguckt, was passiert, welche Rassen sozusagen man miteinander mischen kann und welche nicht. Ne? Zum Beispiel bei Hunden kann man eigentlich fast alle miteinander mischen. Manchmal geht es dann aber auf einmal nicht mehr. Ne? Der Klassiker ist, dann werden die Nachkommen auf einmal steril bei Pferden und Eseln und so. Kriegt man Maultiere. Also das war alles sehr bekannt. Und dann hat sich halt der Begriff jetzt im deutschsprachigen Raum, auch im angloamerikanischen, halt von Rasse eingebürgert. Der ist aber natürlich überlagert von noch ganz anderen Ideen. Zum Beispiel, ab wann ist jemand anders?
Ab wann ist jemand fremd? Ab wann gehört jemand, der zum Beispiel zur selben Gruppe gehört, nicht mehr zur sozialen Gemeinschaft? In der DDR zum Beispiel konnte man die Todesstrafe kriegen, wenn man sich außerhalb der Volksgemeinschaft gestellt hat, obwohl man nach allen Merkmalen sonst dazugehörte, außer aus sozialen Gründen nicht. Und das hat sich natürlich alles miteinander vermischt und je nach politischer Situation, je nach Kultur, je nach wirtschaftlichen Bedingungen bläst sich das immer mal wieder auf, dass alle Leute fürchterliche Angst kriegen und dann sozusagen Fremde, andere Menschen, die man auch vielleicht leichter ausbeuten kann oder so, dass man die dann wieder mal verdrängt und dann hat man sie wieder ganz lieb und umarmt sie. Also das geht halt immer hin und her, die ganze Menschheitsgeschichte, das ist wie so ein ständiges Ein- und Ausatmen. Und das Wort Rasse wird dann je nachdem so mit so ein bisschen verschiedenen Färbungen benutzt. Grundsätzlich war es so, dass Menschen früher ganz normal, wenn sie große Sprünge gemacht haben, wenn sie zum Beispiel weit gesegelt sind, hier, das ist zum Beispiel so ein Buch, was ich gerade lese, Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 58, 59, also ist überhaupt nicht lange her. Da wird also ganz normal, dann gibt es halt die Chinesen, aber dann fällt denen auf, komisch, da gibt es jetzt aber auch schon wieder Volksgruppen darunter. Und ne, die Afrikaner oder dunkelhäutigen Menschen, da hat man halt so ganz grobe Unterteilungen gemacht. Das war schon immer so. Natürlich gab es das früher auch schon bei benachbarten Stämmen. Früher haben die Leute ja in geografisch viel engeren Bereichen gewohnt, aus wirtschaftlichen, sozialen Gründen und so. Und da hat man die Unterschiede schon zu den Nachbarn gesehen, teilweise zum Nachbardorf, teilweise auch über die Sprachfärbung. Da kommen auch die ganzen Dialekte her, die erlauben einem dann sehr, sehr schnell oder Sprachakzente oder Lautvertauschungen, die erlauben einem die Zuordnung sogar bis heute, wenn man da ganz, ganz scharf drauf hört, wo ganz genau jemand herkommt. Da kann man also teilweise schon 5 Kilometer oder 2 Kilometer unterscheiden. Aber das sind natürlich keine genetischen Eigenschaften, genauso wenig, ehrlich gesagt, wie die Hautfarbe. Wenn man das erste Mal nach Asien fährt, und sich sonst noch nie darum gekümmert hat, dann denkt man vielleicht auch, die Leute sehen sich ähnlich. Stimmt aber überhaupt nicht. Genauso denken natürlich viele Asiaten, die mit Europäern nicht viel zu tun haben. Die Europäer sehen sich alle ähnlich. Ja, stimmt aber auch nicht. Und dann hat man Vermischungen in kaukasischen Regionen, so nennt man das, also meinetwegen Kanada, Nordamerika. Da gibt es dann aber wieder, manchmal waren die Spanier da, dann gab es aber noch andere Menschen, die vorher da schon gewohnt haben, was wir heute so wie Indianer nennen würden oder so, manchmal als Kinder. Und das kann man genetisch alles nachverfolgen, aber das als Konzept, was es in der Biologie dann wichtig gemacht hat, war natürlich Darwin eine wichtige Person. Der hat halt gesagt, okay, es bilden sich bestimmte genetische Merkmale heraus, die durch die Auswahl dessen, der am besten an irgendwelche Umweltbedingungen angepasst ist, dann verstärkt werden. Weil der jetzt gut angepasst ist, sagen wir mal zum Beispiel an Trockenheit, der hat halt mehr Nachkommen, wenn es sehr trocken ist. Und der nicht gut an die Trockenheit angepasst ist, der ist halt krank, der hat nicht so viele Nachkommen und dann werden diese genetischen Merkmale nicht so oft weiter vererbt und auch nicht so schnell. Und in dem Zusammenhang wurde der Begriff Rasse dann halt noch prägender als vorher, weil man jetzt gesagt hat, aha, das ist nicht nur was Soziales und Kulturelles, sondern das ist jetzt auf einmal ist das auch festgeschrieben und kann vererbt werden. Da müssen wir natürlich was machen, wie in der Tierzüchtung. Da müssen wir jetzt anfangen, da die Eigenschaften rauszuzüchten. Mit dem Fehler, den damals, der kommt aus der Tierrassenkunde, also heute kennen wir das vielleicht von Wellensittichen und von Hunden. Manche Leute kennen es vielleicht auch von Pferden, aber das ist schon nicht mehr so bekannt. Da gibt es natürlich Gruppen von Tieren, die auch zum körperlichen Aussehen einen Charakterzug dazu haben. Zum Beispiel Labradore. Die sind gerne im Wasser, die fressen alles Mögliche und sind irgendwie ganz familienlieb meistens. Und das stimmt schon. Das ist nicht erfunden, das bildet man sich nicht ein. Diese Tendenzen gibt es. Die Frage ist nur, könnte man den Charakterzug nicht einem körperlich ganz anderen Lebewesen, hätte man das da nicht genauso bevorzugt anzüchten können. Und das vergisst man halt immer, dass das eben gar nicht ans Körperliche gekoppelt ist, sondern getrennte Eigenschaften, die wir in der kurzen Zeit, in der wir leben, so ein Mensch, 70 Jahre, 80 Jahre, was weiß ich, da glauben wir, dass das jetzt zusammengehört. Aber das stimmt halt nicht. Und deswegen würde ich sagen, ja, Darwin war vielleicht derjenige, wo es am meisten Durchschlagkraft gewonnen hat, ohne dass er das jetzt groß wollte, also diese typischen, der ist ja auch mit dem Schiff um die Welt gefahren,
ohne dass er, wie diese Forschungsreisenden, die man hier sieht, ohne dass er das so in der Form betont hat. Also auch Alexander von Humboldt und ein paar andere Forscher, die beschreiben immer, wie es vor Ort ist, auch ganz präzise, aber auch die Pflanzen und die Steine und die Vögel und das Wasser und die Leute im Ort A und die Leute im Ort B. Und die haben gar nicht so die Tendenz gehabt zu sagen, der und der ist besonders faul oder besonders intelligent oder nicht. Manchmal findet man solche Tendenzen, aber ich sehe es seltener bei den Naturwissenschaftlern, die man aus heutiger Sicht noch ernst nehmen kann, nicht politisch, sondern sachlich, sehe ich es eigentlich seltener als bei Philosophen, Philosophinnen, Politiker und Politikerinnen. Und so. Die haben sich da wesentlich ja, ausgrenzender geäußert. Interessanterweise auch Sozialpolitiker und Sozialpolitikerinnen, die eigentlich sehr menschenfreundlich sich verhalten haben. Aber die sind trotzdem davon ausgegangen, dass es Bevölkerungsgruppen, die sich teilweise auch nur durch Religion definieren, irgendwelche Eigenschaften haben. Aber ich denke mal, ohne Darwin wäre es sehr viel schwieriger gewesen, das Ganze zumindest nach außen hin so leicht zu begründen, wie es gemacht wurde. Ich kann mal ein Beispiel sagen, was eigentlich aus der Darwin'schen Ecke kommt, ohne dass er das wollte. Der, als Adolf Hitler im Gefängnis saß, hat er sich ein Buch besorgt, nämlich das hier, Menschliche Erblichkeitslehre von Erwin Bauer, Eugen Fischer und Fritz Lenz. Und darin ist dann so ein Kapitel angehangen, eben über solche ja, Erblichkeitsunterschiede, also zum Beispiel geistige Begabung, seelische Unterschiede, Begabung und Psychopathie, also der Kriminalität. Das hat also einer von denen geschrieben, nämlich der Fritz Lenz. Vorher handelt, das ist ein zweibändiges Werk, handelt das eigentlich noch von relativ klassischen Vererbungssachen. Also hier sieht man noch so Mendel-Genetik mit Muskeldystrophien, also so Erkrankungen und so. Und dann merkt man richtig, dann haben sie es so ein bisschen dran geklebt. Und Hitler war natürlich nicht der Einzige, der sich das angeguckt hat. Das gab es auch in vielen anderen Ländern. Also gerade jetzt auch auf Religionen oder Werte, Weltanschauungen bezogene Gruppendefinitionen, die wurden weltweit durchgeführt. Das gibt natürlich in Deutschland, gibt es immer die schöne Ausprägung, was halt sehr, sehr deutsch ist, dass man alles so schön sortiert und zurechtbastelt. Das sieht man dann hier, das ist zum Beispiel sowas hier, das ist ein Klassiker, Rassenkunde des deutschen Volkes vom Herrn Günther, der hat also mehrere von solchen Büchern geschrieben und das ist dann, war dann so ein bisschen abgeleitet, angeblich von Schädeltypen. Dann hat man aber gemerkt, das haut jetzt auch nicht so ganz hin, außer man schaut sich die Sammlungen sehr klein an. Und dann hat man gesagt, na gut, wer sieht denn edel aus? Hier sieht man also dann Leute, die irgendwie angeblich irgendwelche edleren Charaktereigenschaften haben. Das ist zum Beispiel der Dichter Goethe, der ja in Deutschland sehr verehrt wird und so. Oder Philosophen und so weiter. Und das ist irgendwie aus heutiger Sicht ist es schon fast grotesk, besonders, weil man dann, das ist auch vom Herrn Günther, das ist jetzt die kleine Rassenkunde von ihm, weil man dann im Laufe der Zeit gemerkt hat, manchmal sind ja einige Osteuropäer doch unsere Kumpels und andere aber nicht. Da wollen wir nur den Lebensraum besiedeln und die Leute ausbeuten und dann durch Arbeit töten. Oder die Italiener, verdammt, die sind jetzt Alliierte, aber in Süditalien sehen die eigentlich genauso wie die aus, die jetzt Körpermerkmale haben, die wir eigentlich nicht wünschenswert finden. Und dann wurde das also so eine geopolitische Sache. Dann hat man sich immer überlegt, in welchen Regionen passt das jetzt irgendwie gerade und hat dann dazu so Erklärungen gemacht. Ich kann das hier mal verlesen, also was dann da so steht. Also das leuchtet einem vielleicht noch ein, orientalischer Typ oder so, aber hier wird es dann teilweise schon schwieriger. Also diese Frau hier, die ist jetzt zum Beispiel ostbaltisch, sudetisch, aber Fragezeichen. Es ist jetzt eigentlich eine geografische Zuordnung. Und dann Schlesien, vorwiegend sudetisch, aber mit nordischem Einschlag. Und da fehlten jetzt schon die harten Definitionen. Westgalizien aus deutsch sprechender Familie, sudetisch. Zittau-Sachsen, sudetisch-nordisch. Und wenn man die jetzt gefragt hätte, sag mal, kannst du mir denn mal statistisch zeigen, welche Merkmale jetzt daran gekoppelt sind, dann hätten die sagen müssen, ja, das sieht man doch. Ne? Die sehen sich doch alle ähnlich und naja, also so geht das halt endlos weiter. Also sehr, sehr schön ist auch der pfälische oder vorwiegend pfälische Einschlag, den wir heute vielleicht eher, weiß ich nicht, also nach Bayern verorten würden. Ostisch, das haben sie halt gemacht, weil die eigentlichen Osteuropäer ja die totalen Feinde und Unmenschen waren. Aber ich würde unterm Strich sagen, das Konzept der Rasse wird eigentlich immer verschieden angewendet und eigentlich sollte man es überhaupt nicht benutzen. Es gibt keine genetische Grundlage dafür. Es gibt auch meiner Meinung nach keine sonstige Grundlage dafür.
Menschen verhalten sich so, wie es halt gerade in ihrer Zeit, in ihrem Raum nötig ist. Und wenn man sie woanders hinpflanzt, verhalten sie sich halt anders. Ich sag mal ein paar klassische Stereotypen. Die und die Bevölkerungsgruppe ist faul. Das ist zum Beispiel so ein Klassiker. So, jetzt arbeite ich aber oft genug in den Tropen, wo man zum Beispiel manchmal so aus kolonialistischer Sicht manchmal gedacht hat, die Menschen sind halt ein bisschen lazy und haben keinen Bock. Wenn ich jetzt aber vor Ort einfach mal gucke, ich frage gar nicht erst, weil ich finde, die Frage alleine ist schon irgendwie komisch, ja, also das lasse ich lieber mal. Ich halte mal lieber die Klappe und guck mal lieber. Und dann bin ich rausgefahren in Vietnam zum Beispiel, in den Philippinen, habe mir angeguckt, was die Leute da machen, Mangos ernten oder Kokosnussbonbons herstellen und so. Und das ist halt das ganze Jahr da. Das hat mit faul wenig zu tun, sondern damit, dass die Ressourcen das ganze Jahr da sind und auch das ganze Jahr reichen. Okay, auf dem Niveau, was die da halten. Wenn wir natürlich sagen, ja, aber du brauchst ein Handy und ein Auto und so, dann gut, das ist was anderes, das haben die dann nicht, aber die können sich problemlos auf dem Level, was sie in dem Moment jetzt für ein angemessenes halten, so über Wasser halten. Das heißt, ich kann nicht erkennen, dass die besonders faul oder sonst was sind, sondern ich erkenne, dass die einfach ihr Leben leben, vor sich hin wursteln, so wie der Rest der Welt halt auch. Vielleicht mit anderen Werten und anderen Zielen und manchmal vielleicht auch nicht. Manchmal hätten sie auch vielleicht gerne ein Handy und ein Auto, ne? Dann kümmern sie sich halt auch drum. Wenn nicht jemand anders als Besatzungsmacht dahin geht und denen vorschreibt, wie sie jetzt zu denken haben innerhalb einer Generation. Andere Unterschiede, die ich für besonders gefährlich halte, sind, dass man denkt, Menschen wären verschieden intelligent. Das hört man immer wieder. Das ist auch teilweise, klingt das in den frühen Büchern vom Herrn Sarrazin auch noch durch und man hört es auch immer wieder von so etwas wirklich offenkundig nicht informierten, eher rechtsorientierten Menschen. Und ich meine jetzt wirklich nicht, dass die irgendwie dumm sind oder irgendwie schlechter sind als der Rest der Menschheit. Überhaupt nicht, sondern die wollen sich nicht informieren, weil sie eine vorgefasste Meinung haben. Und die lautet halt, Menschen, die aus strukturarmen Ländern kommen, wo zum Beispiel geringes Bruttoeinkommen herrscht oder wo die Infrastruktur nicht gut ist, die müssen ja weniger intelligent sein. So. Und das stimmt überhaupt nicht, weil es wurde schon in den 1930er Jahren wurden umfangreiche Experimente gemacht im angloamerikanischen Raum, was den messbaren Intelligenzquotienten verändert. Und man hat gesehen, na klar gibt es genetische Unterschiede. Jeder, zum Beispiel ich kann nicht gut zeichnen. Meine Frau kann super geil zeichnen. Ich kann dafür, was weiß ich, 20 Seiten ein Diktat fehlerfrei schreiben, sie nicht. So, jeder kann was anderes. Aber was misst man überhaupt als Intelligenz? Ne? Zum Beispiel, ich persönlich, heute, wo ich hier sitze, ich kenne, der Großteil meiner Freunde weiß nicht, wie der Bundespräsident heißt oder ob es nicht doch eine Bundespräsidentin ist. Wissen die nicht. Die sind aber trotzdem nicht weniger intelligent, sondern das interessiert sie einfach nicht. Und sie haben dafür total andere Spezialinteressen. Ich habe einen Kollegen, der interessiert sich halt für Borsten, Genitalorgane, Beinzusammensetzung von irgendwelchen seltenen Insekten oder sowas. Ja, okay. Und da greifen die Intelligenztests auch nicht mehr richtig. Aber was man gesehen hat in den alten Tests, vor 100 Jahren wohlgemerkt schon, ist, dass der Zugang zu Bildung der Hauptfaktor ist, der für die Durchschnittsintelligenz der Bevölkerung entscheidend ist. Deswegen investieren auch alle Industrieländer so stark in die Bildung. Wenn heute Schulkinder hingehen und sagen, ja, ich habe auch keinen Bock auf Schule, nee, ist alles so langweilig und so, okay, kann man ja machen, aber Tatsache ist, die können ja mal ein paar Tage lang auch nur zwei, drei Nachbarländer weiterfahren. Da werden die aber erstaunt sein, wie wenig Infrastruktur überhaupt vorhanden ist. Nicht, die sollen dankbar sein für die tolle Schule. Das ist mir egal, ob jemand dankbar ist oder nicht. Aber wie extrem viel Energie die Industrieländer da reinstecken, das sieht man dann auf einmal. Und der Grund ist, dass in Wirklichkeit weiß jeder, dass es abhängig vom Zugang zur Bildung ist. In Deutschland gibt es ein Spezialproblem. Deutschland ist das Industrieland mit der niedrigsten Durchlässigkeit für Menschen aus infrastrukturschwachen, ja, Familienverhältnissen, muss man eigentlich sagen, zu Bildung. Deswegen denken Deutsche, ah, siehste, die Armen, die sind doch doof. Ja, klar, weil aber die armen Leute keinen Zugang zu Bildung haben. Die müssten aber nur mal zum Beispiel nach England oder Schottland oder USA oder Kanada oder von mir aus sogar Südamerika gehen, in Teilen von Südamerika zumindest. Dann werden die sehen, dass die Durchlässigkeit höher ist und dass die Begabten einfach
durchgehen und kein Mensch jemals auf die Idee kommen würde, zu fragen, was sie verdienen. Selbst an der Harvard University, für mich eine der drei besten Universitäten auf der Welt, die ich kenne, sieht man Leute rumlaufen, die kein Geld haben, weil die ein riesiges Stipendiatenprogramm haben, weil die genau, und da, also wenn man da über ein, ich will es gar nicht Campus nennen, über einen Rasen läuft, da laufen einem ständig echte Nobelpreisträger über die Füße. Also wirklich, ne? Und dann so, war das nicht gerade der Physik-Nobelpreisträger? So, ja, der geht gerade zur Vorlesung. Und da gibt es wahrscheinlich am meisten Stipendien mehr als an jeder deutschen Uni, weil die wissen, dass es Schwachsinn ist, auf die Infrastruktursache zu gucken, sondern man muss halt einen Begabungstest haben, der nicht die Intelligenz testet, die uns in so einer Art gefälligen, mittelständischen, bildungsbürgerlichen Behäbigkeit als wichtig vorkommt. Wie viele Opern hat Mozart geschrieben? Es ist doch scheißegal, wenn ich irgendwo in einer Plattensiedlung aufgewachsen bin, wo die Leute halt andere Musik gehört haben. Ich habe nichts dagegen, dass man sich über einen kulturellen Kanon einigt, aber den in den Intelligenztest reinzubringen oder auch, wie heißen bestimmte Politiker, welche Ministerämter gibt es überhaupt, das bringt nichts. Ich habe mit Serientätern geredet, die es geschafft, einer von denen hat es geschafft, 300 Kinder, ohne dass er irgendwie aufgefallen ist, zu töten. Dann gebe ich dem einen Intelligenztest, ich habe schon einen bebilderten genommen, wo gar kein Text drin vorkommt, weil er in so einem Dorf aufgewachsen ist und sein Vater gesagt hat, er darf nicht zur Schule, dann konnte der den Bildertest nicht machen, weil er nicht abstrahieren konnte. Der weiß nicht, was abstrakt ist. Also wenn man sagt, sag mir doch mal das Prinzip von einem Buch. Was ist die Gemeinsamkeit von Büchern? Dann sagt er so, hä? Dass es Bücher sind. Und dann so, nee, was ist denn das, was alle Bücher haben? Also, ne, wo wir sagen, Buchstaben, Seiten, irgendwas, eine Bindung. Da würden uns 100 Dinge einfallen. Ein Impressum. Das können die nicht. Und der ist mit Sicherheit nicht unintelligent. Also diese Dinge haben nichts mit Körperbau und Charakter zu tun. Das ist einfach Quatsch. Es ist, und es ist bewiesen. Es ist keine Weltanschauung von mir oder eine Meinung oder Menschenfreundlichkeit oder sonst irgendwas, sondern es ist experimentell durch die jahrelange Begleitung von Schülern und Schülerinnen aus verschiedenen sozioökonomischen Schichten und mit verschiedenem Zugang zu Bildung bewiesen. Und ich meine, wenn man nicht an Beweise glauben möchte, okay, dann kann man halt auch Spaghetti-Monster anbeten. Ist mir auch egal, kann man gerne machen, aber es hat aber nichts mit Beweisen zu tun. Hautfarben sind so unbedeutend, dass man sie sowohl, wenn man Zufälle hat, also beispielsweise der Klassiker ist, sehr, sehr schöne Fotoserien gibt es darüber, über Albinos aus tief, was wir Schwarzafrika nennen würden, also jetzt Bereiche, wo die Menschen halt stärker abgedunkelte Hautfarben haben. Also ich würde mal sagen, also 80% der Leute würde, wenn die Albinos sind und wenn man die vergleicht mit Albinos, nehmen wir sagen wir mal aus Frankreich, aus Spanien, aus Finnland und aus, von mir aus Südamerika oder so, das könnte man überhaupt nicht mehr zuordnen, wo die herkommen. Und da wären wahrscheinlich selbst liberale Menschen jetzt geneigt zu sagen, hey, das kann doch wohl nicht sein, die müssen doch eine total platte Nase haben oder irgendwelche komischen Augen oder so, wenn die aus Asien kommen oder so. Nein, es gibt alle möglichen Übergänge und bei Hautfarben ist das genauso. Wenn man mit einem Fahrrad durch die Welt fahren würde oder zu Fuß gehen würde, noch besser, dann würde einem von Tag zu Tag überhaupt nicht der Unterschied auffallen. Das heißt, ja, es gibt Mikrounterschiede in der Hautfarbe, aber wenn sie durch ein plötzliches Ereignis verändert sind, fällt es kaum noch auf und wenn man langsam lang geht, fällt es auch nicht auf. Kurz gesagt, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Es hat überhaupt keine Aussage. Es ist eine ich denke mal, hauptsächlich kolonialistisch geprägte Problematik gewesen, also gerade was Körperbau und Charakter und Hautfarbe und Charakter angeht. Viele Länder, Belgien, Frankreich, Deutschland, hatten ja Kolonien. Und dann haben die halt an den unmöglichsten Orten gemacht. Irgendwo, wo es geostrategisch praktisch ist, an irgendeiner Küste, wo Rohstoffe waren, dies und das. Und dann hat man sich mit der Bevölkerung auseinandergesetzt. Indien im Grunde genommen auch, wo die Engländer waren und so. Also im Grunde genommen gigantisch großes Gebiet, was man überhaupt nicht einfach so besiedeln kann mit seiner Kultur jetzt, indem man da seinen Breakfast-Tea darüber streuselt. Aber das haben die halt versucht. Und da waren die Menschen, die damals vor Ort waren, nicht willens anzuerkennen, dass wir diejenigen sind, die Maßstäbe mitbringen, die vor Ort überhaupt gar keine Bedeutung hatten. Und so ist das dann entstanden, durch die Berichte, die dann zurückgesickert sind. Wunderschöne Berichte, wirklich. Also ich liebe die Reise nach Südafrika, Reise um die Welt und so weiter. Aber diese Verkennung, dass unsere Maßstäbe nicht deren Maßstäbe sind, sieht man nur so durchsickern, wenn es zum Beispiel um Tattoos geht. Das finden teilweise die
Leute faszinierend. Also das wird zum Beispiel nicht grundsätzlich immer als primitiv und doof und hirnverbrannt oder so angesehen, sondern teilweise wirklich auch als interessant. Da sind dann auch eigentlich immer Abbildungen hier drin, hier ist auch eine drin. Oder andere Baustile, wo man sich dann fragt, das ist jetzt hier aus Hongkong, so ein pagodenartiger Baustil. Oder zum Beispiel auch, dass die Leute diesen berühmten Bastrock haben wie hier und dann mit so einem Paddel, was man heute neuerdings so seit 15 Jahren als Stehpaddeln kennt oder sowas, solche Techniken durchführen, das haben die schon anerkannt, aber da dann, um das den Menschen begreiflich zu machen, die Leute hauptsächlich in Zoos gestellt wurden. Ne, das war dann so, was weiß ich, ja, Indianer in ihrer Hütte und so. Und wenn man die gefragt hat, es gibt auch damals schon teilweise Überlieferungen, wo Äußerungen von denen überliefert sind, dann sagen die, das war total ätzend. Wir mussten den ganzen Tag da in der blöden Hütte im Zoo sitzen und uns begaffen lassen. Da haben wir auch keine Lust zu gehabt. Sehr, sehr schöne Beschreibungen gibt es dazu. Übrigens auch von dem Kapitän, der das Schiff, die Beagle, gesteuert hat, wo Charles Darwin auch drauf war. Der hat damit auch so seine Erfahrungen gemacht mit diesen importierten Fremden. Ja, gut. Und jetzt haben die Leute vor Ort halt gesehen, okay, das sind die einzigen Fremden, die wir gesehen haben. Das haben die Naturforscher mitgebracht. Das ist in der etablierten städtischen, staatlichen Struktur und Organisation. Ja, dann sind das halt die Wilden. Dass die selber ein großes Bestreben hatten, manche von denen, natürlich nicht alle, aber manche von denen haben sich interessiert. Ne? Die wollten auch Kulturtechniken lernen aus der Region, in die sie importiert wurden. Aber das hat man teilweise gar nicht so gerne gemacht. Also zum Beispiel mit denen mit Messer und Gabel Essen beibringen, das fanden alle super. Ne, das war, also guck mal, die können mit Messer und Gabel essen. Aber das, wenn man jetzt so alt ist wie ich, dann kennt man noch die dressierten Affen. Früher gab es hier in der Tierhandlung um die Ecke, eine Minute von hier entfernt, gab es noch einen Affen, der in so einem Käfig saß. Und wenn er dann ein Kunststückchen konnte, dann hat man gesagt, nein, das ist ja toll. Und man wusste gar nicht, dass der ein ganz normales Verhaltensrepertoire hat, was halt für seine Umgebung total angemessen ist und dass, ob einer mit Messer und Gabel isst oder nicht, vollkommen wurscht ist. Die Hauptgeste, die ich sehe in Ländern, wo die entweder nur Löffel haben, also in manchen tropischen Gebieten oder in Afrika, dann haben die als Geste für Essen so, weil man das Essen so in die Hand nimmt und dann mit der Hand da runter macht oder meistens mit der linken Hand, je nachdem in welcher religiösen Umgebung das ist. Oder es gibt genügend Länder, wo es nur Löffel gibt. Oder der Klassiker ist, zum Thai zu gehen und nach Stäbchen zu fragen, wo der Thai dann sagt, oh Gott, ey, wieso wollen die denn jetzt hier Stäbchen? Bei uns isst keiner mit Stäbchen. Und, also das sind einfach gedankenlose, aber in dem Moment verständliche, ja, Stichproben Probleme gewesen. Aber die sind historisch, das ist Steinzeitmärchen sind das halt. Es gibt ja so betriebswirtschaftliche Bestrebungen, wie das zum Beispiel der Herr Sarrazin auch gemacht hat, der SPD-Mann ist, also früher mal einer Arbeiterpartei, ne? Wo man jetzt denken würde, der müsste doch jetzt besonders den Schwachen und so zugetan sein. Aber der sagt, ja, bin ich ja auch, aber die Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder sein Plätzchen hat. Und wenn jetzt jemand halt nichts leistet, dann kriegt er halt nicht viel Geld und dann muss er halt mit dem Geld auskommen. Das ist bis dahin ja noch, sagen wir mal, ach, da könnte man ja mal drüber reden. Mal sehen, was dahinter steckt. So. Aber leider funktioniert es so nicht. Die Natur ist was viel Gewaltigeres und Größeres ja, Vernetzteres, als wir uns das vorstellen. Also natürlich denkt ein Mensch, ja, wieso, wenn ich meinen Zündschlüssel ins Auto stecke, fährt es auch los. Ich habe die Macht über alles. Ja klar, solange du genug Treibstoff dafür hast und solange irgendeiner das Auto zusammenbaut und solange es Straßen gibt und solange es die Regeln gibt, die irgendjemand prüfen kann, weil sonst gibt es auch sofort Chaos auf der Straße. Und aus tausend anderen Gründen, du hast überhaupt gar nichts, hast du in der Hand. Und da würde das schon zusammenbrechen, wenn man mal drüber nachdenken würde, wie wenig man eigentlich steuert. Aber im Zusammenhang der Natur gelten völlig andere Regeln. Dinge zum Beispiel müssen permanent recycelt werden. Alles Eisen, was wir im Blut haben, und wir müssen Eisen im Blut haben, sonst können wir nicht atmen, ist gar nicht auf der Erde entstanden. Also, und jetzt ist man auf einmal sehr weit weg von seinem blöden Autoschlüssel. Moment mal, das gesamte Eisen auf der Erde muss permanent recycelt werden, weil auf der Erde kein Eisen entsteht. Das kommt alles aus einer Zeit, bevor es die Erde gab. Fuck. Da kriegt man mal einen Hauch von Ahnung, wovon wir hier eigentlich reden. Und die sogenannten Auswahlprozesse oder Selektionsprozesse, die dazu führen, dass halt manche sich mehr vermehren als andere, die sind davon abhängig, dass es eine breite Auswahl von
genetischen Möglichkeiten gibt, von Varianten gibt. Und meistens läuft das so, dass man, wenn man sehr nah hinguckt, sieht man so eine Art Glockenkurve, da gibt es ganz viel von einem und dann fällt das zur Seite ab. Bei Menschen haut das schon nicht mehr richtig hin. Ne? Augenfarben, Haarfarben, Körpergrößen. Das kann sich innerhalb von ein, zwei Generationen auch blitzschnell ändern. Schneller, als man das überhaupt denkt. Beispielsweise, sagen wir mal, Südamerikaner und Amerikanerinnen vermehren sich jetzt mehr, dann hätte man vielleicht tendenziell etwas kleinere Menschen mit dunkleren Haaren oder so. Also das ist von vielen Zufällen, beispielsweise Vulkanausbrüchen, Seuchen, Katastrophen, aber auch wirtschaftlichen Kulturtechniken und so abhängig. Also das ist irgendwie alles Quatsch. Und wenn man das jetzt betriebswirtschaftlich beziffern will, kann man das immer nur in der kleinen Schachtel, in der man gerade ist, beziffern. Das heißt, die Schachtel ist unsere Kultur, Wirtschaft und unser Sozialsystem. Jetzt wissen wir wissen es, ist keine Meinung, dass es aber viele andere Kultursysteme gab. Wir sitzen hier gerade in Köln, auf einem riesigen römischen Friedhof. Hier sind überall römische Leichen hier drunter, wo wir sitzen. Wir wissen, wo die Straßen verlaufen sind. Wir wissen, wie die Leute hießen, die hier gearbeitet haben und welche Arbeiten, die auch dann im Mittelalter hier durchgeführt haben. Die Holzhandlung, die man im Hintergrund vielleicht manchmal kreischen hört, die Säge, ist auch schon seit vielen Generationen da, was wiederum die Gründe hat, dass hier vorne ein Hafen war. Das ist alles untersucht. Aber wer da welchen Wert hatte, ist jetzt zum Beispiel der, der die Holzbalken geschleppt hat und vielleicht einen niedrigeren IQ hatte, vielleicht aber auch nur wenig Zugang zu Bildung, vielleicht aber auch nur keinen Bock hatte zu arbeiten, weil er vielleicht schlechter ernährt war und einfach nie gelernt hat, dass sein eigener Körper viel mehr leisten könnte, wenn er mal trainieren würde, ist er jetzt weniger wert als der, der die Strukturplanung macht, wo die Straßen angelegt werden oder so? Glaube ich kaum, weil ich meine, man kann die beiden ja mal gerne 2 Tage tauschen lassen. Dann sind dann beide nichts mehr wert oder was? Also das funktioniert überhaupt nicht. Natürlich ist das eine Herausforderung. Wenn man denkt, man wäre super schlau, man könnte alles raffen, man weiß, wie die Natur läuft, man weiß, wie die Technik läuft, man weiß überhaupt total Bescheid, dann kann man natürlich auch Label verteilen und sagen, jeder Mensch ist so und so viel wert. Der Klassiker wäre ja heutzutage, jemand, der rumhängt und faulenzt, der leistet keinen Beitrag zum Moment mal, zu was denn eigentlich? Der leistet überhaupt nur keinen Beitrag zur Gewinnmaximierung. Nur dazu leistet er keinen Beitrag. Zu allem anderen leistet er vielleicht riesige Beiträge, weil der sich 10 Jahre lang Gedanken macht, die er dann in ein winzig kleines Buch schreibt. Patrick Süskind, das Parfüm. Ich sage nicht, dass der ist überhaupt nicht faul, ne? Aber der ist total menschenscheu, hat ein dünnes Buch geschrieben und das hat einmal Rock'n'Roll in der westlichen Welt gemacht. Und hat der... Beton gegossen, hat der Strukturplanungen gemacht, hat er sich für die Weltwirtschaft interessiert, war der bei der Notenbank, hat er in einer Fabrik einen Roboter erfunden, der 5 Arbeitsplätze spart? Nö. Wir wissen überhaupt nicht, was in 5, 10, 20 Jahren wichtig ist. Wir wissen weder, welches Struktursystem wir haben, also finanziell, politisch, kulturell, Wirtschaft. Wir wissen überhaupt gar nichts. Wir können immer nur versuchen, ein bisschen zu arbeiten und zu optimieren, aber die Variation bewiesenermaßen die kulturelle, soziale und genetische Variation, die brauchen wir. Das heißt, daher kommt, nur mal zur Erinnerung für die, die das vergessen haben, daher kommt die Idee, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Jeder Mensch hat eine Stimme bei einer Wahl. Jeder Mensch kriegt hoffentlich ansatzweise eine ähnliche oder gleiche Gesundheitsversorgung oder Grundversorgung zumindest. Und vor allen Dingen jedes Leben für sich genommen ist ein unantastbarer Wert. Man darf nicht auf sein eigenes Leben verzichten. Nicht aus religiösen Gründen, sondern wegen der Menschenrechte. Ich darf nicht einwilligen, dass ich gefoltert werde. Ich darf nicht einwilligen, dass ich getötet werde. Das ist verboten, weil man sagt, jeder Mensch ist gleich viel wert, auch wenn er sich gerade mal scheiße fühlt und sich für weniger wert hält. Oder andere ihn für weniger wert halten. Gilt aber nicht. Es gibt etwas, das steht über allen Gesetzen, das sind die Menschenrechte. Das hat sich die Menschheit ausgedacht. Nicht irgendein hasserfüllter Idiot. Es gibt immer mal wieder die sehr einfache Überlegung, dass die Blutgruppen A, B, 0, dann gibt es noch Rhesus, dann gibt es noch Kell und dann geht das noch immer weiter, dass diese Blutgruppen oder irgendwas anderes im Blut, weil unsere ganze Erbsubstanz ist zum Beispiel in den weißen Blutzellen ja auch im Zellkern drin, dass das jetzt irgendwas bedeutet oder so. Jetzt weiß man, dass das Immunsystem schon mal dadurch geprägt wird, wie man aufwächst. Eineige Zwillinge haben nicht dasselbe Immunsystem. Und das Immunsystem ist genetisch. Das heißt, der genetische Anteil im Blut, im Immunsystem, ist veränderlich. Obwohl wenn man einen genetischen Fingerabdruck machen würde, wären die völlig gleich. Aber
sind sie trotzdem nicht. Die haben andere Pollen eingeatmet, die haben auf einem anderen Ecke vom Teppich gespielt, da hinten ist Bier ausgelaufen, hier vorne ist Wein ausgelaufen, da stand der Weihnachtsbaum mal vor 40 Jahren. Dann haben die da verschiedene Substanzen aufgenommen, das Immunsystem hat reagiert. Das ist unglaublich variabel. Also wir reden da von Zahlenkombinationsmöglichkeiten im Blut, die kann man überhaupt nicht mehr, also ich kann die nicht mehr prozessieren im Kopf. So, und dann ist man jetzt irgendwann hingegangen und hat gesagt, na gut, also wir müssen ja irgendwie messen, wie die Leute sind, also mit diesen komischen Ortszusammenstellungen, das klappt ja irgendwie nicht, ostisch, westisch, bla bla bla, von arisch oder sowas wollen wir gar nicht reden, das ist Blödsinn. Dann machen wir das jetzt so, dann gucken wir mal, ob wir das wie so eine Rassenhygiene machen können. Also es gibt bestimmte Rassen, die wir anhand von Merkmalen feststellen können. Okay, Hautfarbe ist ein bisschen grob, nehmen wir mal Blutgruppen. Dann hat sich aber relativ schnell gezeigt, das ist nicht so einfach, weil beispielsweise Sichelzellanämie, das ist keine Blutgruppe, aber eine Bluteigenschaft, die ist leider überlebensförderlich. In Europa ist es eine Krankheit, in Teilen von Afrika ist es aber was Gutes, weil man dann gegen eine andere Krankheit weniger empfindlich ist. Also gut, irgendwann ist der Kollege... Also die zwei möchte ich unbedingt erwähnen. Das ist der Kollege Prokop, das war der Chef der Rechtsmedizin in Ostberlin, und der Kollege Uhlenbruck. Ich kannte beide, oder Uhlenbruck lebt auch noch. Die sind dann irgendwann hingegangen und haben, Blutgruppen waren dann schon länger bekannt, und haben geguckt, jetzt gucken wir uns mal Details an. Prokop hatte Zugang zu einer riesigen Blutdatenbank, weil er Chef der Blutbanken in Ostberlin war. Und Uhlenbruck hat sich interessiert für Veränderungen, zum Beispiel durch Sport, aufs Blut, wo alle gelacht haben. Heute wissen wir natürlich, dass das so ist, aber damals haben alle gesagt, der spinnt halt. Und lass den mal machen, so. Und da hat sich gezeigt, das dürfte man heute gar nicht mehr, dass beispielsweise Menschen in damals sogenannten Irrenhäusern, also in psychiatrischen Kliniken, keinerlei Veränderungen haben gegenüber der Normalbevölkerung in der Verteilung der Blutgruppen. Das war gar nicht gut, weil die psychiatrischen Krankheiten, die gibt es seit immer. Schizophrenie, Depression, Suchterkrankungen, die sind seit immer bekannt. Also solange es psychologische und psychiatrische Beschreibungen gibt, sind diese drei Sachen relativ gut beschrieben. Und bestimmte psychopathische Formen auch. Also bestimmte Formen von Psychopathie. Das kennt man wirklich seit immer. Jetzt gibt es da keinerlei Unterschiede in den Blutgruppen. Das ist aber ganz schlecht. Und so fing das also an, sowieso komplett auseinanderzufallen, weil... Wenn man kernige Worte braucht, das haben zum Beispiel die Nazis ganz gerne gemacht, dann hat man immer gesagt, ja, Blut, Boden, Ehre und Heimat, das hat irgendwas miteinander zu tun. Und dann so, ja, also Blut kann er schon mal rausstreichen. Mit der Erde, wenn man sich die genauer anguckt, das funktioniert auch nicht. Heimat ist auch sehr relativ. Wenn man viel reist, ist vielleicht da die Heimat, wo gerade das Kopfkissen liegt oder das Kuscheltier. Das funktioniert einfach nicht. Und so ist es jetzt, während wir hier sitzen, wissenschaftlich durch Zehntausende von unabhängigen Experimenten, Proben, nicht weltanschaulich geprägt, bewiesen, dass alle Konzepte, die man jemals hatte, dass irgendwelche Zusammenhänge zwischen Körperbau, Rasse, Blut, Blutgruppen, was der Teufel, was zu irgendwas bestehen, dass das einfach bewiesen nicht stimmt, wenn man es misst. Ne? Also in den Naturwissenschaften muss eine Behauptung oder eine Theorie oder eine Hypothese, wenn man sie äußert, muss sie ja eine Vorhersage der Zukunft erlauben. Sonst ist sie nicht gültig. Ich kann ja sagen, das Flugzeug fliegt, wenn es dann aber nicht fliegt, habe ich irgendwas falsch ausgerechnet. Dann stimmt meine Berechnung nicht. Ne? Dann ist nicht die Welt verrückt, sondern dann stimmt meine Formel nicht. Und so ist das hier auch. Wir haben bewiesen, dass Blut, Gene, Hautfarbe, Intelligenz, angebliche Faulheit und so weiter, dass das zu so geringem Teil eine nennenswerte erbliche oder Geldwerte oder Sozialwerte Komponente hat, dass man sich darauf in Extremfällen mal konzentrieren kann, wenn es um extreme Kriminalitätsausformungen gibt oder so, aber man muss den Hauptaugenmerk wissenschaftlich bewiesen auf die soziale Komponente, das heißt Bildung, Integration, Wirtschaftshilfe legen. Das nützt bewiesenermaßen. Es kann natürlich mal ganz interessant sein, bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich noch nicht so stark bewegt haben, mal anzuschauen und dann mal zu gucken, was hat denn jetzt die Natur, was passiert denn da, wenn die Natur so jongliert? Ein schönes Beispiel ist die sogenannte Gendrift. Da hat man meinetwegen lauter Schnecken, da dreht sich das Gehäuse in die Richtung, also so rum, und die haben drei Streifen, die sich komplett rumziehen. Und dann guckt man irgendwo, wo ein Vulkan ist, der ab und zu mal ausbricht, und dann sieht man, komisch, ist dieselbe Art, auch genetisch, ne, zu 99,999
so Prozent bis zum geht nicht mehr und dann ist irgendwann was unterschieden. Aber da dreht sich das jetzt auch immer andersrum und die haben zwei Streifen. Da ist der Vulkan hat mal ausgebrochen, dann sind ganz, ganz viele Schnecken gestorben. Und durch Zufall haben die Schnecken, die jetzt die Fremden, die anderen, die Freaks waren, das sind jetzt die, die übrig geblieben sind, die vermehren sich jetzt. Das ist ein reiner Zufall. Hat überhaupt nichts mit Selektion oder sonst was zu tun, sondern damit, dass der blöde Vulkan die anderen alle zu Asche oder zu Wasserstoff oder was auch immer, Kohlenstoff umgewandelt hat. Und da gibt es dann hin und wieder mal Effekte. Die kann man sich kriminalistisch zum Beispiel zunutze machen. Dann sagt man, okay, es gibt eine kleine Region, da haben die Leute ein bestimmtes genetisches Merkmal, das prägt sich aber nicht aus. Also das sieht man von außen nicht. Das kann man nur sehen, wenn man die Erbsubstanz sich so Buchstabe für Buchstabe anguckt. Wenn man das jetzt am Tatort in einer Blutspur oder einer Spermaspur oder einer Speichelspur findet, dann kann man sagen, vielleicht kam der in den letzten 3-4 Generationen aus der Ecke. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, was der Kollege Sykes zum Beispiel macht, der sagt, passen Sie auf, geben Sie mir 150 Euro, dann führe ich Sie mal zurück auf die 7 Grundlinien der Menschheit, die es mal gab. Ja, der nennt das immer die 7 Töchter Adams oder so. Und da kann man sich das halt, ja, dann weiß man halt, wo man vor Tausenden und Abertausenden von Jahren, wo die Wurzeln lagen, in welcher Region oder in welchem Gebiet oder in welcher Gruppe von Menschen, die da gelebt haben, meistens dann irgendwo in Afrika. Man kann aber auch auf so eine mittelzeitliche Schiene gehen und kann sagen, nee, mich interessiert aber auch, wie das gewandert ist. Also komme ich aus der Gruppe, die jetzt über Asien gewandert ist und dann über irgendeine Landbrücke oder Landzunge oder so. Also das kann man mit beliebiger Auflösung machen. Man kann das auf die letzten 2-3 Generationen machen, man kann es auf die letzten 10.000 Jahre machen und man kann es auch auf die Urgründe der Menschheit zurückführen. Irgendwo kann man jetzt den Begriff Ethnie darüber stülpen, wo man gerade Lust hat. Ist total egal. Beispielsweise würden viele Inder und Inderinnen würden sagen, wir haben mit den Leuten in Bangladesch und Pakistan nichts zu tun. Jetzt, okay, dann geht man aber Indien, dann sagt man zu den Leuten in Mumbai, sag mal, was sagt ihr eigentlich zu den Leuten aus der Nachbarprovinz? Dann sagen die, nee, das ist ein ganz anderer Menschenschlag, kannst du vergessen. Also auch hier wieder, je weiter man nah oder fern rangeht, umso mehr sieht man das. Wenn man, es gibt einen Wirtschaftsverband, ASEAN heißt der, also ASEAN, da waren mal so kleinere asiatische Länder drin, die haben sich dann wirtschaftlich zusammengehörig gefühlt, weil sie die kleinsten waren und nicht so groß wie meinetwegen China. Manche Russen, wenn die weiter südlich sind, haben vielleicht auf einmal freundliche Kontakte zu eher asiatisch aussehenden oder irgendwelche kulturellen Lebensgewohnheiten aufgreifenden Menschen. Andere würden sich gerne als Tiger reitende Nordmenschen darstellen und auffassen. Also der Begriff der Ethnie, den kann man nutzen. Wir machen das in der Kriminalistik so, bei genetischen Fingerabdrücken, dass wir halt sagen, also gut, es gibt Leute, die irgendwie kaukasisch sind. Das wären viele Kanadier, Kanadierinnen, US-Amerikaner, US-Amerikanerinnen. Dann Mittelamerika würde das aufhören, so ab Mexiko ungefähr. Dann halt große Teile Europas, wird aber auch schon wieder schwierig, Südfrankreich, Südspanien, Süditalien. Dann Leute eher asiatisch, eher afrikanisch, eher südamerikanisch, das war's. Hat das irgendeine reale Bedeutung, ganz ehrlich? Nein. Also wir machen das, damit wir besser rechnen können, weil manchmal gibt es halt diese zufälligen Verteilungen von manchmal sich körperlich ausprägenden, meist aber nicht körperlich sich ausprägenden Häufigkeiten in der Erbsubstanz. Aber also ich persönlich ich kenne jetzt keinen Kollegen und keine Kollegin, die nicht auch ohne genauso gut arbeiten könnten. Ich glaube, das macht man einfach aus so einer Gewohnheit raus. Das ist der letzte Rest von diesem ganzen, aber es gibt doch irgendwelche großen Unterschiede. Dann sage ich, ja, also gut, dann. Also viele Religionen glauben ja daran, dass es irgend so ein Fünklein gibt, was den Körper überdauert und was dann weiterleben kann oder in einer Art Zone des Nichts, des ewigen Nichts landet oder in einer besseren oder schlechteren menschlichen Umgebung, sowas. Und jetzt ich bin alt, ne, sonst hätte ich die ganzen Bücher hier. Und ich benutze halt noch das Wort seelisch. Das bedeutet aber in Wirklichkeit nur, weil ich bin auch Biologe, nervlich. Also das ist, wie sind die Nerven, insbesondere im Gehirn, verschaltet? Das ist bis ins Allerkleinste bekannt. Das ist unfassbar. Das ist ein großartiges Forschungsgebiet.
wo ist die Alarmanlage im Gehirn, wie werden die Erinnerungen wann eingespeist, könnte es sein, dass wir uns in Wirklichkeit wirklich an alles erinnern könnten und dass nur sehr viel ausgeblendet wird, damit wir nicht verrückt werden, weil die ganze Zeit alles auf uns einströmt und dann stört. Warum kriegen manche Leute, wenn sie bestimmte Unfälle haben und immer an derselben Stelle einen Schlag oder einen Keil oder eine Operation oder sowas erlebt haben oder draufgekriegt haben, warum passieren dann immer ähnliche Dinge mit den Menschen, was die Charakterveränderung angeht? Das ist eigentlich damit gemeint. Und da gibt es natürlich einen genetischen Einfluss. Man hat zum Beispiel die Neigung zu Sucht, ist teils vererblich. Die Neigung zu Wahnvorstellungen ist teils vererblich. Die Neigung zu Niedergeschlagenheit, Melancholie, Depression, Nachdenklichkeit, wie auch immer man das nennen möchte, ist teils vererblich, aber eben nur teils. Und das hängt einfach damit zusammen, dass natürlich nicht nur die Form meiner Nase und die Farbe meiner Augen und so irgendwie was mit meinen Eltern genetisch zu tun hat, sondern auch das innen drin. Zum Beispiel, meinetwegen, ich habe eine Fructoseintoleranz. Ja, hat meine Mutter vor 3 Tagen, als wir besucht haben, gesagt, ah, ist ja verrückt, habe ich auch. Ich so, wusste ich gar nicht. So, kann jetzt Zufall sein, kann auch kein Zufall sein, kann auch vererbt sein. Und man muss halt schauen, wie wichtig das ist. Erfahrungsgemäß ist es nicht so wichtig, wie man noch, sagen wir mal, vor 50, 60 Jahren gedacht hat. Man dachte tatsächlich, dass wenn man beispielsweise eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat, das heißt, es ist einem vollkommen egal, was andere Leute wollen. Man lernt auch durch Bestrafung nichts, man lernt auch durch Belohnung fast nichts, außer dass es manchmal nützlich sein kann, sich gut zu verhalten, aber mehr auch nicht. Das heißt, die verhalten sich nur dann so, wenn es gerade nützlich ist, aber sonst ist es ihnen schon wieder egal. Da gab es ganz viele Ausführungen zu, eben gerade auch in rassenhygienischen Untersuchungen oder hier, sehr, sehr schöner Begriff, Körpergestalt und Seelenanlage. Dass gerade Verbrechen eben erblich ist und sowas. Und das kann man so nicht sagen. Ich habe mit sehr vielen Sorten von Verbrechern zu tun, Verbrecherinnen, Betrüger, Mörder, Brandstifter, Leute, die irgendwo reingerasselt sind, Substanzabhängige, alles Mögliche. Und man kann aus heutiger Sicht nicht gut auseinanderhalten, was der sozioökonomische Einfluss dazu beigetragen hat, dass die körperlich vielleicht teils vorhandene Anlage, dass die sich jetzt ausgeprägt hat. Gerade bei Antisozialen ist es beispielsweise so, da weiß man seit ungefähr 2 Jahren, dass wenn man die sehr, sehr intensiv in so eine Art freundliche, kuschelige Umgebung einbezieht, indem man denen sagt, ich weiß, dass in dir was Gutes ist, auch wenn du gerade meinen Teppich angezündet hast, auch wenn du gestern mein Portemonnaie geklaut hast, auch wenn du vorgestern deinem Spielkameraden das Essen über sein Lieblingsspielzeug geschüttet hast, auch wenn du und so weiter was geklaut und zerstört hast, aber da ist was in dir, bei Kindern geht es, da kann man ein bisschen was dran drehen und das wissen wir erst seit vielleicht 2 Jahren. Deswegen, also ich würde mal sagen, das Wort Seele ist einfach nur ein altertümlicher Begriff für Nerven, Gehirn und so, Verschaltung. Und die erbliche Komponente daran, die ist noch nicht ausreichend untersucht. Ich denke, das dauert noch 30, 40 Jahre, bis man das alles genügend auseinanderrechnen kann, dass man nicht in irgendeine blöde Falle geht. Dass man sagt, ja, ach, sieht man doch, die ganze Familie bringt halt nichts zu Wege und gammelt den ganzen Tag nur rum oder klaut oder so. Muss man mal warten, bis es eine genügend gut kontrollierte Stichprobe gibt von Menschen, die halt wandern, migrieren, in andere Umfelder kommen, Zwillingspaare, eineige, zweieige, die getrennt sind und so. Das wissen wir überhaupt, wissen wir nichts, fast nichts drüber. Ne? Wir wissen heute, dass natürlich nicht nur die Ursprungsvorstellung, die Gene bestimmen so ziemlich alles, wie man aussieht und auch mehr oder weniger, wie man sich verhält. Da ist was dran. Jetzt gab es eine Gegenbewegung natürlich, so in den 1950er Jahre bis, sagen wir mal, 1970er Jahre. Die war teilweise politisch, in der Sowjetunion beispielsweise, da hat man gesagt, die Umwelt bestimmt alles. In der Sowjetunion war beispielsweise die Mendel-Genetik verboten, also die gab es dann nicht. Also da hat man gesagt, nee, wenn eine Pflanze nicht hart genug ist, dann müssen wir die nur ein bisschen nach Sibirien bringen, dann härtet die automatisch ab. Nicht durch Selektion, also nicht dadurch, dass die es nicht überleben, absterben, sondern die härten sich dann schon ab. Millionen von Menschen gestorben, Millionen von Menschen verhungert darüber, weil man das dann eben auch mit Getreide und so weiter gemacht hat.
Das war eine rein politische Einstellung. Es gab es aber auch im nicht politischen Bereich, ja, sagen wir mal, im deutschsprachigen Gebiet, da hat man gesagt, ja, wir müssen einfach viel, viel mehr die sozialen Umstände verbessern, die kulturellen, die finanziellen. Und da hat man gesehen, ah, das funktioniert so auch. Und dann hat man sich darauf geeinigt, so in der Biologie, aus der ich komme, hat man gesagt, naja, dann ist das halt 50% genetisch und 50% Umwelt. So, jetzt seit ein paar Jahren wissen wir, auch nicht so ganz, sondern es gibt noch eine zusätzliche Einwirkung, nämlich von der Umwelt auf die Gene. Daran hat überhaupt gar keiner gedacht. Als ich studiert habe, wenn man das geschrieben hätte, also ich glaube wirklich, dass dann, dass die gedacht hätten, man ist irgendwie verrückt oder ein esoterischer Mensch oder macht einen sozialpolitischen Kommentar und hätte vielleicht geschmunzelt darüber und ein Smiley dran gemalt oder sowas, aber. Das war unvorstellbar. Und heute wissen wir, dass es eben auch tatsächlich sich genetisch ausprägende Einflüsse gibt. Entdeckt hat man das unter anderem darüber, dass insbesondere Mütter, die starken Traumata ausgesetzt waren, dann das Trauma aber so weit bewältigt haben, dass sie dann jetzt zum Beispiel eine Beziehung führen wollten und konnten oder so und dann Kinder bekommen haben und so, dass man dann auf einmal bestimmte, heute weiß man, dass genetische Veränderungen festgestellt hat, die aber ein Traumaresultat sind. Also, wie sollte das jetzt gehen? Also der Mechanismus war gar nicht bekannt, weil man dachte, das ist eine Einbahnstraße. Es geht also nur von den Genen zur Ausprägung, aber nicht von der Ausprägung zurück. Und das ist halt eine schöne Zeit, ne? Also wir verstehen gerade, wie vernetzt, kompliziert und eben auch hin und her bewegt das Ganze ist. Deswegen ist es auch so, wenn heutzutage jetzt Politiker kommen oder Politikerinnen oder Menschen, die halt so sehr stark vorgefasste Meinungen haben oder so und sagen, ach, das ist doch alles ganz einfach, dann ist schon direkt, ja, okay, brauchst. Ich weiß, es ist eben nicht einfach. Es ist alles nur nicht einfach. Also, wenn du jetzt denkst, man bricht jetzt etwas auf etwas Einfaches herunter, das kannst du machen im Labor. Da ist es wichtig, das Einfachste und Elementare zu erkennen, um das Experiment weiterzuführen. Aber die Welt ist super spannend, bunt, kompliziert, verrückt, flitternd, unverständlich. Undurchschaubar, aber das macht Spaß. Aber wenn du jetzt einfach sagst, ja, ich habe das verstanden, dann denk doch mal dran, was jemand vor 400 Jahren an deiner Stelle gesagt hätte, vor 300 Jahren, vor 200 Jahren, vor 100 Jahren, da hättest du jedes Mal gesagt, nee, also sorry, das ist jetzt aber ein bisschen rückständig. Man muss sich darüber klar sein, das, was wir heute wissen, ist halt in 400 Jahren rückständig. Das ändert aber nichts, dass das eine Treppenstufe auf dem Weg zur richtigen Erkenntnis ist. Es gab so ein Wettrennen, das habe ich auch noch live miterlebt, als relativ, ja, vergleichsweise junger Biologe. Da war auf einmal das menschliche Genom entschlüsselt. Und angefacht wurde das von einem Kollegen, Craig Venter, der hat gesagt, die ganzen staatlichen Stellen, die sind alle so lahm und behäbig, ist mir alles egal, ich mache das jetzt selber. Dann hat er eine Technik erfunden, die sehr, sehr frech, wirklich außerordentlich freche Technik, wie man jetzt einfach mal mit so einer Art, ich nenne es mal so eine Schrotschussmethode, einfach mal alle möglichen Stücke aus der Erbsubstanz ausliest und dann die überlappenden Stücke zusammenbastelt, so mehr oder weniger. Dann haben natürlich die staatlichen Stellen kalte Füße bekommen und dann hat man sich darauf geeinigt, dass die Ergebnisse gleichzeitig veröffentlicht werden, als die zu 90% oder so fertig waren. Also es war noch nicht mal zu 100%. Aber ist ja alles egal. Das waren dann politische Vereinbarungen und wissenschaftliche Vereinbarungen, dass keiner blöd dasteht. Auf jeden Fall ist das lustig zu sehen, dass ein einzelner Kollege, der echt. Also der hat echt Knochen aus Titan, wirklich, das nach vorne gepeitscht hat. Und dann gab es die Daten und immer mehr Daten. Heutzutage kann ja jeder irgendwie ein Wattestäbchen in den Mund reiben mit ein paar Zellen, die da dran kleben bleiben und das einschicken und sich selbst sequenzieren lassen. Ich habe meinen eigenen genetischen Fingerabdruck auf dem Ring graviert und so. Das ist also alles Killefits. Aber irgendwann sind natürlich die Kollegen und Kolleginnen hingegangen und haben angefangen, das auszuwerten. Und dann haben sie gesagt, oh, also komisch ist schon mal, das, was wir für ethnische Rassen, gut, das würde heute keiner mehr sagen, aber hätte man früher gedacht, Intelligenz oder Kulturgrenzen oder von mir aus sogar Hautfarbengrenzen gehalten haben, das haut schon mal gar nicht so richtig hin. Zum Glück gab es einen Kollegen, der hieß Cavalli-Sforza, der hat das schon früher mal gesagt. Der hat gesagt, Leute, da müssen wir gar nicht alles auseinandertüfteln. Guckt euch doch einfach mal die Diversität auf der Erde an. Da seht ihr doch schon, dass die Unterschiede gar nicht so groß sein können. Ja, guckt doch einfach mal, nicht durch die Brille, die irgendwie Urgroßeltern mal hatten, weil sie im kleinen Dorf gewohnt haben, sondern durch die Stand-heute-Brille. So, und da
dachte man aber noch, naja, vielleicht ist der auch politisch motiviert, sozialpolitisch motiviert. Und jetzt im Moment wissen wir halt, dass die Unterschiede zwischen den Menschen eher so eine Art Zauberelfenwald sind. Also da mal gibt es was Ähnliches, mal gibt es nicht ähnlich, mal glitzert, mal hat die Frucht dieselbe Farbe, mal hat es wieder eine andere Farbe. Mal ist da der Boden, mal ist da der Baum, mal hängt da was runter, mal hängt es nicht runter. Also das ist ganz verrückt. Also wir sind mitten in so einer Art, also ich war schon öfter im Dschungel, deswegen sage ich jetzt mal Dschungel, wo man weiß, okay, ich kann das verstehen, aber das dauert jetzt ein paar Jahre. Wenn, zum Beispiel, als ich das erste Mal in meinem Leben eine echte Liane gesehen habe, ich dachte immer, die hängen irgendwie so runter und dann kann man sich irgendwie so schwingen oder so. Und ich so, hä? Die wachsen ja ganz anders und die sehen auch ganz anders aus und so. Okay, muss ich also neu überlegen. Ne? Es ist, ja, es gibt Lianen, aber es sieht anders aus, als ich dachte. Oder als das erste Mal irgendjemand, der da lebte, gesagt hat, willst du was trinken? Und ich so, ja, aber wir sind doch jetzt mitten im Urwald, du hast ja auch nichts dabei. Und er so, hä? Was meinst du denn, wovon die ganzen Pflanzen leben? Und ich so, ja, wie kommt man denn an das Pflanzenwasser ran? Und er so, hä? Bambusrohr abschlagen, dann bricht halt die Wassersäule zusammen, dann hält es dran, dann läuft das Wasser einfach raus. Und der hat gedacht, ich bin irgendwie seltsam, wieso ich das nicht weiß. Und diese ganze kulturelle, soziale und genetische Diversität, die wir haben, die ist so stark ineinander verflochten, auch durch die Einflüsse, die die Umwelt auf die Gene hat, aber auch durch Zufallseffekte, die hunderttausende von Malen auf der Erde passiert sind. Einer Meuterei ist ein super Beispiel. Meine Glücksmünze ist, ich habe zwei, die eine ist von so einer Voodoo-Priesterin und die andere ist von den Leuten, die Meuterei auf der Bounty, die gab es nämlich wirklich, das ist nicht nur ein Film, sondern die gab es wirklich, die Meuterei, die haben sich auf so einer Insel niedergelassen. Und da haben sich natürlich die verrücktesten genetischen Zusammenstellungen gegeben, weil wer war auf dem Schiff, das war reiner Zufall genetisch, und wer hat in der Region gelebt, das war auch reiner Zufall. So. Und die haben sich jetzt nicht groß ausgebreitet, weil es eine Insel war. Hätte aber sein können, wenn es keine Insel gewesen wäre. Oder wenn der Meeresspiegel steigt. Oder wenn er sinkt. Oder wenn die eine Kulturtechnik entwickeln mit besonders coolen Booten, die noch keiner kannte. Oder eine Fischfangtechnik, wo sie super energiereich sich ernähren können und dann auf einmal Dinge tun können, die vorher keiner tun. Das heißt, das Humane Genomprojekt hat uns jetzt endlich mal sozusagen schwarz auf weiß gezeigt, Leute, alle Grenzen, die wir jemals, egal in welchem Bereich, gezogen haben, sind so viel mehr kompliziert, dass es viel sinnvoller ist, anstatt von der Annahme zu kommen, irgendwo müssen doch diese Grenzen sein und irgendwas muss das doch bedeuten, was wir jetzt kulturell irgendwie verwerten können, jetzt mal einfach von der anderen Ecke zu kommen und zu sagen, Leute, auch wenn es jetzt so ein bisschen seltsam klingt, aber die Bäume und die Büsche und die Luft und die Pilze und das Gras und die Menschen und dein Nachbar und deine Nachbarin, die gehören wirklich alle zusammen. Und guck doch mal auf die Feinheiten und stell dir das mal vor, wie als ob du eine Bleistiftzeichnung hast auf einem Blatt Papier, schwarz-weiß, von jemandem, der nicht zeichnen kann, ich zum Beispiel. Und jetzt machst du den Kinoeffekt und auf einmal hast du Dolby Super Surround 7.1 mit Obenbespiegelung und wackelnden Sitzen und 3D-Effekt und kannst dich in 360 Grad noch drehen mit irgendeiner aufgesetzten virtuellen Brille. Verstehst du? Es gibt mehr Informationen da draußen. Und jetzt wissen wir es. Dank des Humanen Genomprojekts. Für mich sind das nicht Fragen, die dadurch aufgeworfen werden, die jetzt lästig sind, sondern das sind Tausende von Pfaden, die man jetzt verfolgen kann und die natürlich im Praxisbereich dazu führen. Man kann Medikamente und Heilungsmethoden gegen Krebs, und zwar wirklich, das funktioniert tatsächlich, also auf eine einzelne Person, auf genau den Krebs, den genau diese Person hat, wird schon gemacht. Ist keine Zukunftsfantasie. Kann man ein Medikament entwickeln? Wird gemacht und verabreicht. Schon jetzt. Man kann aber auch ganz andere Sachen machen, nämlich sich einfach mal fragen, wie können wir denn jetzt mal eine alte Annahme über Bord werfen, dass es kulturelle, ethnische, Hautfarben und sonstige Grenzen gibt, die eine Bedeutung haben. Die gibt's, aber die haben keine Bedeutung. Und jetzt mal was Vernünftiges daraus machen. Zum Beispiel sowas wie: Alle Menschen kooperieren miteinander. Wie wär's denn damit? So halt. Es gab lange Zeit Schädelvermessungen, weil man natürlich an Schädel gekommen ist. Die konnte man gut transportieren. Die frühen Naturforscher, für mich jetzt Alexander von Humboldt beispielsweise, den ich interessant finde, die haben ja kistenweise Kram übers Meer geschickt und natürlich zersetzen sich alle möglichen Weichteile und so. Auch einlegen ist auch ein bisschen gefährlich oft und auch teuer und manchmal auch giftig und so. Also wenn man was trocken und stabil transportieren kann, ist es immer gut, das sind die Knochen. Also hat man angefangen, Knochen zu vermessen, hätte ich auch gemacht.
Es gibt auch noch Knochensammlungen, zum Beispiel im Naturkundemuseum in Wien. Im Naturhistorischen Museum gibt es noch eine riesige Knochensammlung. Die Smithsonian Institution hatte große Knochensammlungen. Also die haben sich teilweise bis heute noch fortgehalten. Und Smithsonian zum Beispiel hat geguckt, gibt es Unterschiede zwischen den sogenannten Ureinwohnern oder früheren Bewohnern, die schon länger da sind in Nordamerika und anderen. Oder in Südamerika fragen sie sich dasselbe. Ne? Da sind die Spanier gekommen. Wie sehen jetzt die Knochen von den Leuten aus? Einfach, weil es besser zu handhaben ist und weil sich in den Knochen sehr viel widerspiegelt. Krankheiten, Körperhöhe, aber auch wie viele Muskelansatzstellen da dran sind, also wie kräftig waren die Leute und also ganz, ganz viele Sachen. Und ja, irgendwann hat man dann gemerkt, es bringt irgendwie nichts, außer dass wir feststellen, dass die genetischen Effekte, die halt häufig durch Zufälle, Wetter, Vulkanausbrüche, wirtschaftliche Veränderungen, Ernährungsgewohnheiten und alles Mögliche, die halt stattgefunden haben, dass sie stattgefunden haben. So, und in Wien ist es zum Beispiel so, da wird das nicht ausgestellt, also da werden die Schädel nicht mehr groß ausgestellt, weil man das ein bisschen, heutige Menschen finden das ein bisschen anachronistisch und gruselig. In der Smithsonian Institution, die haben das Problem, dass viele von den Menschen, die aus den Bevölkerungsgruppen kommen, wo das teilweise einfach aus der Erde oder in anderen Regionen aus Beinhäusern oder so genommen wurde, die wollen halt ihre Angehörigen wieder haben, also bestatten möchten die gerne, rituell, so wie es da üblich ist. Und so lösen sich diese Sammlungen langsam auf. Es gibt auch moderne Knochenuntersuchungen, nicht nur Schädel, sondern Knochenuntersuchungen, die sind ganz interessant, weil die Menschen ja immer beleibter werden weltweit. Das hat in der Kriminalistik das Problem, dass wenn wir Knochen finden, konnten wir früher in einer Tabelle gucken, zum Beispiel in der Region, als sich die Menschen noch nicht so viel bewegt haben und die Genetik sich nicht so stark verändert hat oder vermischt hat, da haben sich die Körpermerkmale ja noch ein bisschen mehr gehalten. Dann hat man nachgeguckt und hat gesagt, naja, der wird so, wenn ich den Knochen quer aufsäge und bestimmte Schichten sehe, dann ist der so 50 bis 55 Jahre alt geworden. Wenn jetzt jemand vermisst wird, der 16 ist, dann sagt man, nee, das kann ja nicht sein. Und das funktioniert jetzt nicht mehr so gut, weil dadurch, dass die Menschen beleibter werden, ändert sich natürlich auch ein bisschen der Knochenbau. Andere trainieren viel mehr als früher, andere trainieren viel weniger und so. Und das kann hin und wieder mal einen sehr begrenzten, kleinen, zum Beispiel kriminalistisch praktischen Nutzen haben. Es hat aber überhaupt gar keinen Nutzen, wie man früher dachte, in Bezug auf irgendwelche Charaktermerkmale. Also hier ist ja das Buch Körpergestalt und Seelenanlage. Darauf ging das nämlich zurück, dass man dachte, bestimmte Schädelformen, Augenabstände, Nasenformen, Lippenformen, Kinnformen, einfach alles, was man sich vorstellen kann, hätte irgendeinen Zusammenhang. Also hier der Klassiker, den viele noch kennen, auch von Statuen, die stehen auch heute noch rum. Das ist also der rundwüchsige Frauentyp. Die sieht man auch teilweise als nackte Frauen noch rumstehen, teilweise als Statuen. Und da hat man gesagt, das ist gut für Frauen, weil die sollen Kinder kriegen, da soll ein bisschen was dran sein und dies und das. Also so ein ganz naiv, kindlich, pragmatischer Käse. Und hier, da hat man dann zum Beispiel, meinetwegen hier so Calvin, das ist Naturwissenschaftler, Friedrich der Große, Politiker, Militär, Immanuel Kant, ein Philosoph, Hölderlin, auch Schriftsteller, Philosoph, Friedrich Nietzsche, dasselbe und so, und die Ludendorff, Militär. Da hat man jetzt dann geguckt, ob man am Schädel irgendwas sehen kann oder am sonstigen Körperbau. Also da ist man drüber hinausgegangen, über den Schädel, der schlankwüchsige Körperbautyp. Der bedeutete was, weil man sieht jetzt hier zum Beispiel bei Calvin sieht man jetzt, oder ach nee, Moment, das ist das ist der Religions-Calvin, nicht der Naturwissenschaftler. Da sieht man jetzt halt, der hat da so einen riesen Zinken. Das ist natürlich schlecht, weil das ein Buch war, was aus der Zeit der Nazis kommt. Da war der Riesenzinken, der gehörte jetzt ja angeblich zu irgendeiner anderen Bevölkerungsgruppe. Und so variierte man das hin und her. Das hat noch eine Zeit lang hat's noch einen kleinen praktischen Nutzen gehabt, weil als es noch keine genetischen Fingerabdrücke gab und weil sich die Blutgruppen auch sehr, sehr kompliziert vererben können, hat man von Schädelvermessungen noch halbwegs manchmal brauchbare Vaterschaftsfeststellungen machen können. Auch nicht ganz sicher, aber es hat so ein bisschen Hinweise manchmal gegeben, die nicht immer schlecht waren. Und im Grunde genommen gibt es schon, seit es Schädelvermessungen gibt, wo man gedacht hat, man könnte zwischen der Schädelform oder eben dann halt auch der ganzen Körperform irgendwelche Zusammenhänge auf den Charakter ableiten, die darüber hinausgehen, dass der Charakter vielleicht den Körperform, also wenn ich halt super aktiv und sportlich bin, dann habe ich vielleicht auch mehr Muskeln oder so manchmal, vielleicht auch nicht. Hängt davon ab, welche Sportart ich mache. Das hat man von Anfang an schon beschmunzelt. Also das ist so ähnlich wie Religionen. Also alle Religionen wurden von Anfang an auch schon kritisiert, weil man gesagt hat, das ist doch gar nicht beweisbar. Ihr führt jetzt hier eine Grundannahme ein, der und der ist der Gott oder die sind die Götter.
Aber das könnt ihr doch gar nicht beweisen. Oder in römischen Zeiten, jetzt nehmt ihr einfach die ganzen griechischen Gottheiten, verschmelzt die mit römischen Gottheiten, so, hä, wieso geht? Also entweder das stimmt oder das stimmt nicht oder was. Das ist ja scheinbar beliebig. Und das hat man bei den Schädelformen auch sehr schnell gemerkt, dass da nichts messbar, beweisbares mit dem modernen naturwissenschaftlichen Instrumentarium Anfassbares bei rauskam. Es gibt auch schon immer sozusagen satirische oder polemische oder lustige oder sachliche Widerlegungen davon. Komplett ausgestorben ist es dann wirklich, als genetische Fingerabdrücke da waren. Und das ist natürlich super lustig. Man sieht also, dass es keinen praktischen Nutzen hatte, noch nicht mal in dem Bereich, wo eine sehr starke wirtschaftliche und soziale Nachfrage herrscht. Und da hat sich dann in Staub aufgelöst. Es ist traurig, dass es so lange gedauert hat, weil wenn man sich die Bücher mal anguckt, die hießen damals auch Kriminalbiologie, die Bücher, da sieht man schon, dass die Kollegen, die die Messungen gemacht haben, hier fliegt, dass die gesehen haben in ihren Tabellen, dass es keine Zusammenhänge gibt. Weder zu Kriminalität, das war ein sehr, sehr großes Thema, auch in den 20er, 30er Jahren, 40er Jahren. Ich habe diese Tabellen, ich habe diese Bücher. Man sieht, wie die Kollegen das rausschreiben mussten. Am Anfang sind die Tabellen noch drin, die zeigen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Schädelform und irgendwas, Charakter, Kriminalität oder sonst was gibt. Und dann unter politischem Druck mussten sie die Tabellen rausnehmen und haben dann einfach einen Satz reingeschrieben, ja, es gibt einen Zusammenhang. Und aber die Daten rausgenommen. Also das sieht man auch von Auflage zu Auflage, wie sich's ändert. Sehr, sehr schön. Und bei Schädelvermessungen, bei Knochenvermessungen, bei allem war das allen messenden Kollegen aller spätestens, würde ich mal sagen, seit 1925 ungefähr klar, dass das Quatsch ist. Einfach. Die haben es gesehen und da hätte es schon sterben können. Aber manche Dinge sterben halt langsam, weil sie so schön einfach sind. Und alles, was einfach ist, das behält man dann halt manchmal gerne. Die Idee, dass man eine bestimmte Volksgruppe oder Menschengruppe oder soziokulturelle Gruppe oder so sozusagen schützt davor oder ihr das befiehlt oder den anderen Gruppen verbietet, jetzt genetische Verbindungen einzutreten, also entweder heterosexuellen Geschlechtsverkehr haben oder In-vitro-Fertilisation oder was auch immer, die ist natürlich aus bewiesen biologischer Sicht in dem Sinne bewiesen, dass wir Zehntausende von ausgewerteten Beobachtungen dazu haben, falsch. Wir brauchen eine möglichst breite Möglichkeitsvielfalt von genetischen Möglichkeiten auf lange Sicht gesehen. Das gilt nicht für eine kleine Population, die in einer stabilen, natürlichen Umgebung lebt. Das ist dann irgendwie im Gleichgewicht, da treten bestimmte Krankheiten nicht auf, dann braucht man dagegen vielleicht auch keine Resistenzen entwickeln können oder so, das ist ein anderes Thema. Aber als Menschheit, wenn man die Menschheit sich anguckt und sich fragt, wie möchte ich die Menschheit erhalten, dann ist das Falscheste, was man machen kann, sagen, eine Bevölkerungsgruppe ist jetzt besonders wertvoll oder so irgend sowas. Und deswegen soll die sich jetzt auch bloß nicht mit den anderen paaren. Das ist wirklich, ich kann gar nicht beschreiben, wie falsch das ist. Das ist so, als ob man sagen würde, wenn du jetzt Wasser kochen willst, dann musst du den Topf falsch rum auf den Herd stellen. Dann so, ja, aber dann läuft doch das Wasser raus, dann kann ich ja nicht mehr kochen. Dann so, ja, das ist mir heute Nacht aber so eingefallen. Das befehle ich jetzt. Und wenn du das nicht richtig findest, dann erschieße ich dich. So, okay, dann haben wir halt kein Wasser mehr. Das ist der Effekt, dann verdursten wir alle oder zumindest können wir keine Heißgetränke mehr trinken. Wirklich, so verrückt ist das. Das ist eine komplette Verdrehung der messbaren Daten, Tatsachen, Fakten, natürlichen Beobachtungen. Eine andere Tatsache, über die man sich oft nicht genug Gedanken macht, ist, dass wenn man eine bestimmte Bevölkerungsgruppe für jetzt wertvoller hält, dann ist das meistens eine betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Überlegung, dass man sagt, die produzieren mehr Gewinn oder mehr Kapitalüberschuss oder mehr einfach. Und ich weiß es aus persönlicher Anschauung, weil ich halt manchmal im Urwald arbeite oder in Bevölkerungsgruppen, die jetzt nicht so einsehen, warum sie der permanenten Gewinnmaximierung, die ja nicht einmalig erfolgen soll, man soll ja nicht einmal 10% mehr erzeugen, sondern lebenslang immer noch mal 10% auf die 10% mehr erzeugen, wo die sagen so, also ich verstehe das irgendwie nicht so ganz, welchen Sinn soll das denn haben? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt immer mehr Geld für immer mehr Bonbons, was ich mal in Vietnam gesehen habe, wo sie Kokosbonbons hergestellt haben, weil dann haben wir mehr Arbeit und mehr Geld. Aber was haben wir denn von mehr Arbeit und mehr Geld? Also,
Und das vergessen wir. Es gibt auch Lebenskonzepte, die können kulturell sein, die können von mir aus auch irgendwelche leichten Prise Genetik drin haben, vielleicht auch nicht, dass man sagt, ich möchte aber im totalen Einklang mit der Natur leben. Nicht so, wie wir das machen. Ich lebe jetzt mal 2 Jahre im Wald und dann schreibe ich ein Buch drüber und dann werde ich reich und dann kann ich mir eine fette Eigentumswohnung kaufen. Das, nein, gerade nicht. Sondern die möchten aus einer Tradition, aus einer Einsicht, aus einem Bewusstsein, aus einer Philosophie oder wie Greenpeace, als ich ein Kind war, die hatten immer so einen Aufkleber, ne? Wenn der letzte Baum gerodet ist, der letzte Fisch weg ist, dann hast du halt nichts mehr zum Essen und nichts, was mehr Sauerstoff erzeugt. Das wurde mal in den USA, wurde das mal in so Raum- und geostrategischen Auseinandersetzungen, wurde das richtig formuliert von jemandem, der da schon sehr lange lebte in der betreffenden natürlichen Umgebung. Und das vergisst man einfach, dass das auch gehen würde. Und ja, dann hätten wir halt weniger Licht und nachts und dann wird es nachts halt kälter werden und dann müssten wir uns in dickere Decken wickeln und dann gäbe es keine Handys und so. Aber wir können uns das gar nicht vorstellen, dass das geht. Aber dass der Großteil der Menschheit so lebt, das blenden wir aus. Dann sagen wir, wie, hä? Nee, habe ich aber noch nicht gesehen, die Leute. Ja, klar hast du die noch nicht gesehen, weil dich nicht dafür interessierst. Das ist halt. Deswegen, es gibt im Moment gute Projekte. Also, ich sage jetzt mal so: Von unter 30-Jährigen kommen gute Projekte. Die sagen halt nicht, ja, da müssen wir da ein riesen Elektrizitätswerk hinbauen und das gehört aber auch direkt uns. Und dann sollen die Leute dankbar sein, dass sie jetzt überall Strom im Slum oder in Favelas oder wie auch immer man das gerade vor Ort nennt oder ne, in der Ecke da haben. Sondern dass sie sagen: Pass auf, wir basteln eine Lampe und die Lampe, die hat eine Batterie und die kann man auch mit Salzwasser aufladen. Das heißt, alle Leute, die Zugang zu Salzwasser haben, die auf einer Insel leben und es leben genug arme Menschen in der Nähe von Salzwasser, die müssen einfach nur einmal im Monat Salzwasser reinkippen und das war's. Und das bezahlen wir denen auch. Das schenken wir denen. Ende. Und dann so, ja und jetzt? Dann so, nichts und jetzt. Dann haben die halt nachts, wenn die mal dann doch gerne Licht haben möchten und kein Holz verbrennen können oder wollen, dann können die sich halt das Lämpchen anmachen. Können es aber auch bleiben lassen. Und müssen auch keinen Dankesbrief schreiben und müssen auch nicht von uns dann deswegen Autos kaufen. So, das, ich glaube, das ist die etwas bessere Richtung. Natürlich hat eine Industriewelt ihre Berechtigung mit glänzender Gesundheit und kosmetischen Operationen und sehr guter Verkehrsinfrastruktur. Hat auch seine Berechtigung. Ich will da jetzt gar nicht so eine Wollsocken Philosophie draus machen. Aber das andere hat auch seine Berechtigung. Und alles davon hat Überlebensvorteile. Und unabhängig davon, ob die Leute sich jetzt genetisch mischen, was ich sehr gut finde, weil dadurch die Kulturen sich zwangsläufig mischen, weil wenn mein Papa aus dem einen Teil der Welt kommt und meine Mama aus dem anderen Teil der Welt, dann haben die verschiedene Dialekte, dann versprechen die verschiedene Sprachen, dann essen die verschiedene Sachen gerne super. Dann habe ich das direkt mal kennengelernt. Weil, aber nicht wegen der genetischen Vermischung, sondern wegen der kulturellen. Aber es hat auch einen genetischen Vorteil noch obendrauf, weil sich auf einmal Dinge vermischen in einer Welt, die sich sehr stark verändert. Im Moment durch Klima und wirtschaftliche Veränderungen sind halt viele Möglichkeiten auf dem Markt. Die Abschottung gegen sozusagen DNA oder Volks- oder Rassemerkmale, die es erstens ja sowieso nicht gibt, aber die wir uns natürlich einbilden können, indem wir sagen, wer aber nicht Mozart, Beethoven und aber auch Chopin, weil ich den auch noch gut findet, der gehört nicht dazu. Und dann so, ja, was hat denn jetzt Chopin damit zu tun? Ja, das gehört zusammen. Und dann so, wieso genau gehört das jetzt zusammen? Und was hat eigentlich Mozart mit Beethoven zu tun? Also, kann man natürlich machen, aber ist vollkommen hirnverbrannt. Ist wirklich absolut bildungsfern. Und das ist genau das, was derjenige, der das behauptet, ja gerade vermeiden möchte. Der kommt sich ja besonders schlau vor. Der ist, leider kann man keine bildungsfernere Aussage machen als die. Die politischen Grenzen, die wir heute so kennen, zum Beispiel jetzt, ich würde mal sagen, England, Frankreich, Österreich, Schweiz, vielleicht jetzt Belgien, Polen und so, die sind natürlich relativ neu, sogar die Bundesländer, die wir haben, ne? Also Nordrhein-Westfalen gibt es nicht lange. So. Es ist ein zufälliges Kriegsverwaltungsprodukt, also Nachkriegsverwaltungsprodukt. Auch die Zusammenschlüsse, was jetzt gerade im Westen zu Frankreich oder zu Deutschland gehört oder im Osten, was jetzt zu Polen oder zu
irgendeinem deutschen Reich oder irgendeiner Struktur, die deutsch ist, gehört. Das ist ja auch durch lauter Zufälle, Verhandlungen, Geschachere, geostrategische Überlegungen oder sonst was entstanden. Und unabhängig davon, ob man sich jetzt auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beziehen möchte, die Kelten machen viele gerne oder die Germanen oder sowas, haut sowieso nicht hin. Also man braucht sich einfach nur die Karten, ja, am besten nimmt man die politischen Karten, von mir aus den letzten 500 Jahren nehmen, und dann kann man einfach immer alle 50 Jahre klicken. Gibt es bestimmt auch im Netz irgendeinen Anbieter, der das sogar aus Spaß gratis anbietet. Und dann sieht man schon, wie das durch alle möglichen Grenzen hin und her wabert. Und dann kann man es ja mal über die nächsten 2000 Jahre machen, weil ich aus einer römischen Stadt komme, hier aus Köln. Ich meine, selbst das, was würde man denn sagen? Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich, dann deutscher Ordnung, Ostpreußen. Es funktioniert vorn und hinten nicht. Ab wann wäre das ein slawisches Merkmal? Also meine Großeltern kommen noch zum Beispiel aus Ostpreußen. Wie hätte man die jetzt hier einsortiert? Ostisch? Nee. Südlich? Nee. Polnisch gibt's. Es ist aber auch mal ein fantastisches, riesiges, mächtiges Königreich gewesen. Das ist aber dann auch wieder zerfallen und wieder anders zugeordnet worden. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also die Überlegung, dass man sich einer bestimmten Volksgruppe, die irgendwo in einem politischen Gebiet, was man jetzt gerade kennt, Kelten, Germanen oder sonst was waren, die ergeben überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt wenig Überlieferungen darüber. Die Archäologie ist ganz gut, aber auch nicht perfekt. Sehr viel Genetik wird teilweise auch noch nicht damit gemacht. Das kommt vielleicht später noch. Aber sich darauf zu berufen, zum Beispiel auf Bevölkerungsgruppen, von denen man überhaupt nicht weiß, wie deren Alltagsleben aussah. Man weiß, wenn man was weiß, weiß man was über reiche Leute, über Politiker, Politikerinnen, über Krieger und Kriegerinnen oder so. Aber man weiß gar nichts. Vielleicht waren die im Alltag viel liberaler und cooler, als wir uns das vorstellen. Oder viel engstirniger. Oder viel lustiger. Oder viel simpler. Oder viel ausgereifter und feiner. Das weiß kein Mensch. Ist unbekannt. Und deswegen ergibt es einfach keinen Sinn, sich auf sowas zu beziehen. Das kann man natürlich gerne machen, wenn man sagt, ich habe mein Vorbild, sind meine Eltern. Mein Vorbild sind die Germanen. Mein Vorbild ist ein berühmter Forscher oder eine berühmte Forscherin. Klar, kann man natürlich machen, aber das ist ja ein Geschmack. Das ist ein persönlicher Geschmack. Der hat überhaupt keine messbare, reale Bedeutung. Das sind die Fauchschaben, ne, die da immer...